Baby René, ich bin nicht in der Schule, ich bin bei Justin. Ach so. Versteck mich da. Okay. Ich höre dich! Ups. Hey Leute, was geht? Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Baby René in Adopt Me City. Und ihr könnt hier schon sehen, wo ich gerade bin. Ich habe mir gedacht, ich besuche mal Baby Khan und Mama Danja. Und das kann man auch direkt erkennen bei dem Haus. Ich muss sagen, die haben hier echt ein schönes Haus. Deutlich schöner als meins und vor allem auch deutlich größer. Also irgendwie muss ich mir mal auch ein anderes Haus zulegen, wenn ich mir das so anschaue. Aber die Frage ist natürlich, wo sind die eigentlich? Also hier im Flur sind die nicht. Hörst du das, Mama Danja? Hier ist doch jemand im Haus. Hier in der Küche sind die auch nicht. Ich hätte jetzt eigentlich gesagt, sie sind wieder mal am Essen, aber... Wie kann ich alleine, wenn hier jemand einbricht? Doch. Wer ist hier in meinem Haus? Wer ist einbricht? Hallo! 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 Einbrecher, keine Sorge. Nein. Kein Einbrecher, keine Sorge. Okay. Ich bin's. Hey, ich wollte euch nur kurz besuchen. Dich. Alles klar, wie hast du unser Haus gefunden? Ja, ich habe mir das gemerkt, den Weg. Cool. Und alles cool bei euch? Super. Ja, alles gut. Was geht denn bei dir so ab? Ja, nicht so viel. Also eigentlich, müsste ich heute in die Schule, aber ich habe mir gedacht, ich habe natürlich ganz viel auch schon zu Hause gelernt und dann können wir heute mal ein bisschen was anderes machen. Dass wir heute schulfrei haben und ganz viele andere Sachen machen können heute. Ihr habt heute sowas von kein schulfrei. Doch, ich habe heute auch schulfrei. Ach, krass, du auch? Sicherlich. Ja, siehst du, Mama Danja, ich glaube, das liegt an der Schule. Die haben heute einfach gesagt, alle schulfrei. Ja, ich glaube auch. Baby René, sollen wir vielleicht kurz im Pool dann heute? Oh ja, gerne. Hallo? Guck mal, ich hab auch ob es bei hier. Euch noch geht, habe ich gefragt. Ihr habt kein Schulfrei. Hallo. Natürlich haben wir Schulfrei heute. Hallo, ihr habt kein Schulfrei. Also ich muss sagen, das ist schon deutlich besser als Schule, oder? Ja, aber Baby René, ich habe eigentlich Schule. Hast du nicht auch Schule eigentlich? Ja, ich habe eigentlich auch Schule. Okay, alles klar. Ich bin ruhig. Mama Danja, wir gehen heute nicht in die Schule, weil Mr. Fissi ist krank. Ja, genau, das war der Grund. Mal anrufen und fragen? Bei mir ist ja, Mr. Fissi hat gesagt, der hat heute Telefonausfall. Der kann nicht angerufen werden. Ja, Telefonausfall? Stimmt. Ja, wirklich. Gute Idee. Ihr glaubt schon auch, dass ich komplett bekloppt bin, oder? Ja, und er möchte heute auch nicht gestört werden. Oh, guck, uns geht's auch gar nicht gut. Wir sind krank, wir können gar nicht in die Schule. Oh, Scheiße. Du solltest uns ins Krankenhaus fahren, Mama Danja. Kann sein, dass ich dich angesteckt habe? Das tut mir jetzt leid. Ich glaube, dann können wir sowieso nicht mehr zur Schule gehen, ne? Ja, absolut. Ja, ihr tut ja auch gar nicht nur so, ne? Mhm, ist mir schon klar. Alle Mann ins Auto. Wir können aber nicht mit meinem Auto fahren. Ja, fahren wir mit meinem. Los rein jetzt hier. Aua! Du hast mich überfahren! Ich hab mich überhaupt nicht bewegt! Seid ihr jetzt mal im Auto! Aua! Es reicht! Aua! Es reicht jetzt! Aua, wo ich bin du? Unter dem Auto! Mach dein Auto weg! Warum bist du unter dem Auto? Das ist deine Schuld! Aua! Ja, jetzt kommen wir auf jeden Fall nicht mehr zur Schule. Ich glaube, jetzt müssen wir erst ins Krankenhaus. Ihr macht mich wahnsinnig. Du bist doch verrückt! Ich bin verrückt? Boah, das hat richtig wehgetan. Ja, du arme. Boah, Baby René, sag doch mal was. Kommt ihr jetzt mal ins Auto oder ist er mal. Oder habe ich nur zwei Sitzer? Du hast nur zwei Sitzer. Baby René, so, fahr du bin drin. Damit. Ich habe ja mein eigenes Auto. Komm mit, Baby René. Und steck dich unterwegs. Oh, ich glaube, jetzt stecke ich hier alle an. Ups. Ja, jetzt können übel alle nicht in der Schule. Pass auf, dass sie dich nicht überfährt. Ich bin nicht im Auto. Ab ins Krankenhaus. Gerade ist das Auto weg. Hab ich noch mal Glück gehabt. Hallo. Ja, ich gehe mal hier rüber. So, ich bin im Krankenzimmer. Ich leg mich ein bisschen hin. Also bitte. Mama Danja, was war das? René, du musst echt vorsichtig sein bei Mama Danja. Ja, René, ich hab schon gemerkt. Hi, ich bin hier. Ja, bring mich mal bitte zum Arzt. Ich habe auch keinen Bock mehr zu laufen. Ich bin dabei. Hallo. Das Gute an der Sache ist, ich kann euch jetzt doch direkt in die Schule. Ich bin jetzt schon wieder ganz fit, also kann ich jetzt auch aufspringen. So, in die Schule gehen. Danke fürs Fragen, aber jetzt bin ich auch wieder ganz fit, um auf den Spielplatz zu gehen. Baby Khan, hast du Lust? Ja, natürlich, ich bin auch schon in der Schule. Ach, in der Schule bist du. Ich dachte, wir gehen auf den Spielplatz. Ich bin schon in der Schule. Na gut, dann schaue ich mir nochmal auch kurz vorbei. Baby René, ich bin nicht in der Schule, ich bin bei Justin. Ach so. Versteck mich da. Okay. Ich höre dich! Ups.
Wie, du hörst mich. Baby René und Baby Kahn, ihr geht jetzt in die Schule, es reicht. Bin ich doch. Siehst du? Also ich bin gesagt, es reicht. Also ich bin auch in der Schule. Oh, du bist ja hier. Mhm. Also ich bin auch in der Schule. Ihr wisst schon, dass es eine Strafe gibt, ne? Was denn für eine Strafe? Also ich glaube... Ich kann euch nicht 10-mal veräppeln. Also ich glaube, Baby René kannst du sowieso nicht eine Strafe geben, weil das ist nicht dein Kind. Ja, stimmt. Da kann ich jetzt eigentlich auch zur Poolparty, also zur Schule natürlich gehen. Gibt's eine Poolparty? Wo siehst du mich denn? Bei der Poolparty. Nee, also bei der Poolparty sehe ich mich gerade nicht. Ey, Baby Kahn, Poolparty. Ja, ich komme, Baby René. Ich schwimme hier durch den Fluss, wo mich Mama dann ja nicht sehen kann. Oh, die Schule ist ja so toll und so langweilig gleichzeitig. Ja, bei mir gerade auch. Hast du gerade auch Mathe? Ja, ich habe auch gerade Mathe bei Mr. Fissi. Hey, wir sitzen doch nebeneinander. Ja, stimmt natürlich. Oh, ich wünschte, Mama Danja wäre hier, dann könnte sie uns sehen. Schwimmunterricht, oder was? Was? Habt ihr gerade Schwimmunterricht, oder was? Nein. Mathe. Mathe, ja. Wie kommst du denn darauf, dass wir Schwimmunterricht haben? Hallo? Weil Baby René gerade durch den Wasserpark. Wo siehst du mich denn? Also, ich bin gerade in der Schule. Dann sag mal, wo du mich siehst. Überall, nur nicht in der Schule. Ja, das würde ich auch mal gerne wissen, weil ich bin in der Schule. Baby René ist auch da. Also, es kann ja sein, dass du vielleicht lügst, Mama Danja. Hallo, Mr. Fissi. Vielleicht war das ja auch ein Doppelgänger von mir. Also, ich muss sagen, ich habe schon echt viele hier gesehen mit der Frisur. Wo sind denn Baby Kahn und Baby René? Waren die heute da? Ey, Baby René, ich habe mich auf der Rutsche versteckt. Bei der Rutsche? Okay. Ja, du musst nein, da hoch. Bitte ein bisschen nachsichtig zwei. Bin auf dem Weg. Schwierig zu erziehen. Bei welcher Rutsche? Bei der blauen oder bei der roten? Bei der blauen, ja. Ganz oben? Ja, also du musst da ein bisschen hochklettern. Ich bin etwas weiter unten. Okay. Wie komme ich denn hier hoch? Ich muss erstmal was essen. Wo bist du denn? Ich bin vor der Poolparty. Aber wo komme ich denn hier hoch? Ich hol dich ab. Warte. Hier. Komm im Pool. Ah, da bist du. Ich weiß echt nicht mehr, was ich mit diesen Kindern noch machen soll. Ich verstehe das gar nicht. Wir sind doch super brav. Nach Strich und Faden legen die mich rein und glauben echt, dass sie damit durchkommen, ne? Hat Mr. Fissi nicht gesagt, dass wir heute in Mathe waren? Ja, also, vielleicht hat er auch ein bisschen Gedächtnisverlust. Boah, krass, was ist das denn hier für eine coole Deutschstunde? Boah, die Deutschstunde macht ja voll Spaß. Hui! Ja, wir schreiben Diktat. Oh mein Gott, ist das witzig. Was für ein cooles Diktat. Boah, krass, Leute, da bin ich ja... Ich war gerade schon in der Schule. Was? Ich war gerade in der Schule und habe mit Mr. Fissi gesprochen. Er hat mir gesagt, dass ihr heute den ganzen Tag nicht da wart. Dann warst du in der falschen Schule. Aber Mr. Fissi war ja heute auch krank. Dann kann der uns ja auch gar nicht gesehen haben. Freunde. Was? Das ist euer Ernst. Wieso? Das euer Ernst ist. Ja, jetzt haben weißt wir ja auch Mama, schulfrei gehabt, ne? Weißt du was, Mama Danja? Ich weiß, wie wir das alles jetzt hier klären können. Nee, das weiß ich nicht. Doch, ich habe dir jetzt was gegeben. Was denn? Ist das dein Ernst? Ja, ist damit wieder alles okay? Du weißt genau, dass ich keine Burger mag. Ich hasse Burger. Oh, der ist vegan, also entspann dich. Ich mag einfach keine Burger, verstehst du das nicht? Ja, aber und was ich erst recht nicht mag, ist, dass ihr beide euch jetzt noch gegen mich verschworen habt. Baby René, ich dachte bei dir, es ist jetzt endlich mal so, dass du mal in die Schule gehst. Aber jetzt bist ja genauso ein Früchtchen wie Baby Kahn. Ja, das war heute auch nur eine Ausnahme. Also gestern und morgen bin ich in der Schule. Guck mal, was ich in der Schule gelernt habe. Ich kann jetzt tanzen. Ich glaube, das habe ich auch gelernt. Guck mal hier. Guck. Guck, die auch. Die waren auch in der Schule. Guck, wir waren alle in der Schule. Also eigentlich kannst du gar nichts gegen uns sagen. Mama Danja, willst du uns schon wieder klatschen? Das sieht nämlich so aus. Hey, das stimmt nicht. Stimmt nicht. Guck, hier sind die alle voll schockiert, obwohl das gar nicht stimmt. Siehst du? Die schreiben was? Das kann doch gar nicht sein. Ab in die Schule. Wir waren aber in der Schule. Ich meine, es ist ja jetzt auch schon dunkel, ne? Also ist ja auch klar, dass wir nachts nicht mehr in der Schule sein dürfen. So, komm mit, Baby René, wir müssen ins Bett. Habt ihr schon mal was von Nachsitzen gehört?
Ja, das trifft für uns nicht zu. Kommst du mit? Ja. So, ab nach Hause. Wir müssen jetzt schlafen. Hallo! Es ist spät geworden. So, gib Gas. Schnell weg hier. Ja. Das haben jetzt alle Leute hier gesehen, dass ihr Schule schwänzt. Nein, das stimmt gar nicht. Ich weiß nicht, wie du dir das eigentlich vorstellst, Baby René. Du jammerst uns voll, dass du nicht gerne zur Schule gehst. Und dann gehst du da einfach nicht hin, weil du denkst, ja, egal, ich schieb das einfach mal ein bisschen vor mir her, wird sich schon klären. Aber ja, wenn du uns zum Besuch kommst und ich freue mich wirklich, hörst du mir zu, und ich freue mich wirklich sehr, wenn ihr uns besuchen kommt. Wirklich. Aber dann kann es nicht sein, dass du Baby Kahn davon abhältst, in die Schule zu gehen. Okay. Bist du jetzt mal fertig? Hab ich auch nicht gemacht. Bist du jetzt mal fertig, Mama Danja? Wollt ihr euch vielleicht mal entschuldigen? Für was denn? Baby Kahn? Also ich weiß nicht, was Baby René gemacht hat, aber ich war in der Schule. Also ich auch. Sag mal. Also ich sag, wie es ist, Mama Danja. Baby René war nicht in der Schule, aber ich war's. Moment. Du warst auch nicht in der Schule. Also ich hab dich gerade auch bei der Poolparty gesehen. Natürlich! Also, Mama Danja. Ich war zumindest heute Morgen kurz, aber Kahn, Baby Kahn, der war gar nicht in der Schule. Ich weiß genau, dass ihr beide nicht in der Schule wart. Hä? Nicht nur, dass ihr zwei fürchterliche Kinder seid, ihr seid auch noch echt schlechte Freunde untereinander. Was? Das stimmt doch gar nicht. Vielleicht können wir hier mit einem Tanz wieder alles gut machen. Ja, ihr sollt euch doch einfach nur bei mir entschuldigen. Ich will doch überhaupt nicht viel. Das ist meine Entschuldigung, eine Performance. Ihr sollt nur sagen, Mama Danja, es tut uns leid, dass wir nicht auf dich gehört haben, dass wir dich für dumm verkauft haben, dass wir nicht in die Schule gegangen sind und dass wir deshalb unsere Zukunft und unsere Bildung gefährdet haben. Okay. Es tut mir leid. Ich entschuldige mich. Warte, ich entschuldige mich. Ja, dann mach du das mal. Du bist ja auch nicht in der Schule gegangen. Okay. Bibi René, es tut mir leid, dass ich dich jetzt hier so verraten habe. Okay, es tut mir auch leid. Und Mama Danja, es tut mir auch leid, dass ich dir heute bei Justin keinen Hotdog gekauft habe. Das tut mir wirklich leid. Hier hast du deine Entschuldigung. Werde ich mich nicht entschuldigen. Lass mich bloß in Ruhe, ey. Lass mich bloß in Ruhe. Ich muss jetzt zum Spielplatz. Was ist denn los? Hä? Okay, Baby René, ich glaube, Mama Danja... Ich glaube, ihr müsst beide ganz, ganz dringend mal ins Erziehungslager. Ich glaube, du musst dir bald eine neue Familie suchen. Ich glaube, Royal High ist da echt ein ganz guter Ort. Oh, Baby René, jetzt hab ich mit ihr zu tun. Danke. Gern geschehen. Ich glaube, wir fahren dann auch nach Hause. Ich glaube, ich kann mir wieder was anhören. Okay. Wahrscheinlich sehen wir uns jetzt erstmal eine Weile nicht wieder. Es war aber toll, Baby René hier. Wir kommen bestimmt die nächsten Tage nochmal vorbei. Ja, Hausarrest, beide! Und jetzt geht nach Hause, es reicht auch mal! Also, wenn du keine Lust auf Schule hast, dann komm einfach vorbei, dann finden wir da eine Lösung. Okay, Baby René, macht's gut, Leute, wir sind dann weg. Okay, und das war's auch schon von dem heutigen Video. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Falls ja, dann lasst gerne mal ein Like da oder kommentiert gerne auch was. Würdet ihr ja sagen, wir haben das richtig gemacht oder falsch? Schreibt das gerne mal in die Kommentare, wenn ihr eher pro Schule oder gegen Schule seid. Und ihr könnt auch gerne den Kanal kostenlos abonnieren, wenn ihr weitere Roblox-Videos gerne in Zukunft sehen würdet. Und dann sehen wir uns beim nächsten Video wieder. Bis dann, tschüss!